die Montagsmaler. Heute ZDF Talkmaster gegen die Talkmaster der ARD. ZDF Talkmaster vertreten durch Guido Baumann, Karl-Heinz Hollmann, Jürgen Lorenz, Walter Wiedi. Und die ARD Talkmaster mit Gustav Knuth, Benno Lohmeier, Reinhard Münchhagen, Hans-Jürgen Rosenbauer. Zwei Kindermannschaften von ZDF und ARD. Die Montagsmaler mit Frank Elstner. Guten Abend. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu unseren Montagsmalern und unsere Gäste hier im Studio, Sie zu Hause und unsere Gastgeber. Normalerweise sind meine Gäste die Gastgeber. Heute darf ich der Gastgeber sein. Ich kann euch auch gleich mal die Gastgeschenke zeigen. Das sind die Bilder, die es bei uns zu gewinnen gibt. Wunderschöne, naive Malerei. Die großen Bilder für die Sieger, die hinterher die Nase voraus haben. Die kleinen Bilder für die Verlierer. Es gibt schon Wetten. Heute Nachmittag auf den Proben gab es schon Wetten, wer kriegt die kleinen Bilder. Also ich hoffe, dass ihr... Was, Herr Rosenbauer, Sie schimpfen schon jetzt. Wer hat ein Bild geklaut? Fehlt ein Bild? Tatsächlich. Ach so, nein, das muss ich Ihnen sagen zu Hause. Wir haben heute Nachmittag uns die Bilder mal angeguckt und da waren eins dabei und das war so schön, dass wir alle gesagt haben, das möchte ich und das fehlt jetzt tatsächlich. Also wir werden nachher die Garderoben durchsuchen müssen, wer das nun wirklich hat. Ne? Gut, meine Herren, wir kommen gleich auf Sie zu. Ich habe so ein kleines Problem mit den Talkmastern. Ich habe mit unserem Regisseur vorhin gesprochen und habe gefragt, sag mal, Talkmaster ist ein Wort, was es im Englischen gar nicht gibt. Das haben die Deutschen erfunden. Also Talkshowmaster könnte man vielleicht noch sagen, aber ich möchte Ihnen mal sagen, was man darunter versteht. Also das Talk mal in wurde in Deutschland liegt daran, dass irgendwelche Leute gesagt haben, wir machen jetzt so eine Talkshow wie in Amerika und der, der diese Sendung macht, ist dann ein Talkmaster. Hier sehen Sie also acht aufgereiht, Gesprächsleiter. Und das Wort Talkmaster gibt's nicht, habe ich mir sagen lassen im Englischen. Wir haben also auf Deutsch, auf Neudeutsch jetzt also ein neues Wort erfunden. Aber daran soll es ja nicht hängen. Sie sitzen da wie so auf einer Trainerbank, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber manches an Ihrem Beruf hat ja auch mit Fußballtrainern zu tun, nicht? Der wechselt so hin und wieder. So, jetzt mal hier zu unseren Kindern. Ihr werdet noch ein bisschen eingesperrt, ja? Lasst euch da hinten noch etwas Musik vorführen. Und das sind jetzt meine Kinder vom ZDF, von der Rappelkiste. Darf ich mich neben dich setzen? Ja. Das ist sehr nett. Ich werde auch aufpassen, dass ich keinen Schatten auf dein Gesicht werfe. So, vielleicht seid ihr so nett und stellt euch mal vor. Also ich heiße Julia Biedermann, komme aus Berlin. Meine Hobbys sind Klavier, Ballett, Theater spielen und Eislaufen. Und du? Also ich heiße Manuela Saarland, komme aus Berlin. Und meine Hobbys sind Flöten, Federball und Ton. Mhm. Ich heiße Enrico von Saft. Mein Hobby ist Touren und Eislaufen. Bist du erkältet oder schon im Stimmbruch? Noch erkältet? Ja? Vorhin hast du richtig gehustet. Ich habe das da hinten gehört. Ich wollte dir schon auf den Rücken klopfen. Ich heiße Jana von Saft, komme aus Berlin und meine Hobbys sind Touren und Flöten. Und ihr seid Zwillinge? Ja. Wer ist denn der Ältere von euch beiden? Ich. Bist du sicher? Ja. Ja? Was macht ihr in der Rappelkiste? Also, ich habe zwei Hauptrollen gespielt. Einmal mit dem Dieter Haller von. Ja. Und einmal mit einem anderen Jungen. Mit Dieter Hallervorden? Ja. Was habt ihr denn da gespielt? Also, da war ich ein Mädchen und da sollten wir was spielen. Und da sollte ich in eine Küche schleichen. Die Mutter und kochen? Nein. Nee, entschuldige. Da kam die Mutter, also meine Filmmutti. Und die hat da so einen Riegel, der hieß Schmatzriegel, auf den Kühlschrank gestellt. Und ich habe mir ihn gegrapscht und habe dann mich auf den Stuhl gestellt, habe dann reingebissen und habe gesagt, meinen Schmatzriegel kriege ich immer und ihr auch. War das eine Werbung, was du da gemacht hast? Ja, das sollte so sein. Ah, ja. Man sollte den Kindern im Fernsehen
Man sollte den Kindern im Fernsehen zeigen, wie das also so vor sich geht im Film und so. Ach so, ja. Und welche Rolle hast du gespielt? Also ich habe mich mit meiner Cousine, das war meine Cousine, da also habe ich mich gestritten um ein Mickey-Maus-Heft. Unser Vater, der, also ich habe da schön fern gesehen und plötzlich legt unser Vater Mickey-Maus-Heft auf den Tisch. Und dann kommen wir beide, wir sollten da Geschwister sein, und streiten uns um das Heft und schimpfen uns an und so geht es immer weiter. Habt ihr euch gekloppt? Nein, eigentlich nicht, aber zum Schluss haben sich die Eltern gestritten und dann haben sie... Also, ich muss mal dazu sagen, wenn hier die Erwachsenen manchmal grölen, wir sind große Bewunderer von euch. Und vorhin ging der Gustav Knuth durch die Garderobe und hat gesagt, guckt euch die Kinder an, von denen können wir allen noch lernen. Weil ihr so spontan einfach seid, ihr seid ehrlich und sagt so, was euch so gefällt und was nicht. Und du bist auch in der Rappelkiste dabei. Ja. Was habt ihr da gemacht? Euch sperrt man in die Rappelkiste, wird gerappelt, oder wie? Nein, da waren wir auf dem Stein und haben uns gelangweilt. Und da wollten wir alle nach Hause gehen und... Wir hatten einen Freund, der saß im Rollstuhl und da haben wir uns gestritten, wer den nun nach Hause fährt. Und dann haben wir beide geschoben. Dein Zwilling und du, oder? Ja, wir beide. Ah ja, ihr zwei, ja. Und dann, sind wir also nach Hause gefahren und dann weiter haben wir nichts gemacht. Ne? Aber hinterher hat dann sicher irgendeiner zu euch gesagt, wenn ihr wieder zu uns in die Rappelkiste kommen wollt, dann könnt ihr mitspielen. So. Wie seid ihr in der Schule? Bist du gut? Ja. Ja? Mann, oh Mann. Du auch? Ja. Mensch, wer ist denn schlecht von euch? Passt ja keine von euch zu mir. Warum? Na, weil ich ganz mies war in der Schule. Hör mal, ihr seid alle so Musterschüler seid ihr. Was? Vier Mädchen hier aus Berlin zu uns gekommen und jetzt werden wir gleich mal anfangen mit dem ersten Spiel. Die Montagsmaler habt ihr schon mal gesehen? Ja. Ihr habt auch, du noch nicht. Gut. Möchtest du dann anfangen vielleicht jetzt? Ja? Komm. Also, erste Runde. Ihnen zu Hause darf ich sagen, es geht in der ersten Runde um 3 Minuten oder 2. Darüber streitet sich noch die Jury. Wir werden es merken dann. Wenn diese Lampe hier brennt, dann gilt ein Begriff als nicht erraten. Wenn er aus ist, das ist also meine Kontrolle, falls ich mich mal überhört haben sollte, ist ein Begriff erraten. Jetzt geht's los. Jeder erratene Begriff, 3 Punkte Belohnung dafür. Achtung, erste Runde, Spiel ab. Darf ich mal hier ganz kurz stoppen? Das sind so die schönen Momente in der Sendung, über die man sich sehr freut, liebe Zuschauer. Dieses Gerät ist nicht eingeschaltet, es funktioniert auch nicht, aber das soll uns überhaupt nichts machen. Wir können ja schlimmstenfalls eine Talkshow machen, wir haben ja 8 Talkmaster da. Pass mal auf, jetzt werden wir beide uns mal überlegen, wie man so einen Kasten ankriegt. Dazu hole ich mir den Herrn Schmieding, der hat mir heute Mittag gesagt, er versteht von Naturwissenschaften überhaupt nichts, das ist für mich der richtige Mann. Komm, hilf mir doch mal, wie kriegt man den Kasten da an? Da kommt einer, da kommt etwas besser. Ja. Bitte, darf ich Ihnen einen unserer heimlichen Mitarbeiter zeigen? Er drückt immerhin jetzt auf einen Knopf. Aha. Ich habe das die ganze Zeit gedacht. Habt ihr sowas auch manchmal in euren Sendungen, ja? Dass man da so anfängt und das wichtigste Gerät ist nicht an, ja? Das Wichtigste. Also ich bedanke mich schon mal für die Beratung. Ich will gerne dazu beraten. Also ich glaube, man muss es einschalten. Man muss es einschalten. Also, ich würde jetzt Folgendes sagen. Machen wir eine Talkshow. Ja? Ich komme bereits... Macht euch da drüben überhaupt keine Sorgen. Und ihr könnt ja ein bisschen zuhören, wir haben jetzt viel Zeit. So, dann fange ich mal mit dem ZDF an hier, mit Herrn Schmieding. Der Herr Schmieding gehört zu den Menschen, die mich bei der ersten Begegnung unglaublich frappiert haben. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Man hat bei ihm das Gefühl, er ist ein wandelndes Lexikon. Er weiß alles. Über Sport weiß er so wahnsinnig viel. Über Theater, Kunst, Kultur. Ich spreche immer nur von dem, von denen ich was verstehe. Ich bringe immer das Gespräch drauf. Ich hätte besser fragen sollen. Ne? Ja, es gibt viele Themen, von denen ich es verstehe. Aber ich versuche immer, das Gespräch auf solche Themen zu bringen, von denen ich ein bisschen was weiß. Bereiten Sie sich eigentlich vor, wenn Sie einen Gast in Ihrer Sendung haben, dass Sie sich ein paar Gedanken machen, wie kann ich jetzt hier weiterkommen, was kann ich dem für erste Fragen stellen, oder lebt so eine Sendung von der Spontanität? Von beidem, ja. Von beidem. Also man bereitet sich vor, man überlegt sich Fragen und die vergisst man dann im letzten Augenblick und stellt dann andere Fragen, was einem gerade einfällt. Ich würde gerne an Sie alle mal jetzt eine Frage stellen. Wir machen so eine Art Moderatorenwettbewerb hier, solange diese Kiste da hinten kaputt ist. Kann noch eine ganz nette Sendung werden. Nehmen wir mal an, ich würde Sie alle um eine Antwort bitten, wen ich zuerst frage, der hat es vielleicht ein bisschen schwerer. Ich würde sagen, zuerst das ZDF durch und dann zu euch. Ihr habt nur ein bisschen Bedenkzeit. Nehmen wir mal an, Sie hätten die Gelegenheit, in Ihrer nächsten Sendung den neu gewählten amerikanischen Präsidenten zu interviewen. Welches wäre Ihre erste Frage?
Jimmy Carter. Können Sie Deutsch? Ja. Können Sie Deutsch? Können Sie Deutsch? Ob er gerne Erdnüsse isst. Karl-Heinz Hollmann sagt, ob er gerne Erdnüsse isst, Herr Lorenz. Ob er wirklich 25 Mal am Tag betet. Ist er, soll er 25 sagt Mal er, am Tag beten? Er, ja. Bis zu 25 Mal. Donnerwetter. Ich würde ihn fragen, wen er zum Außenminister ernennen will. Also der Politiker kann man, nach... Ich kann man fragen, wie echt sein Lächeln ist. Das wird er Ihnen bestimmt beantworten. Gut, also ihr hattet jetzt Bedenkzeit, wenn ich mal dieses Mikrofon hier köstlich weitergeben darf. Herr Rosenbauer, was würden Sie ihn fragen? Ja, ich würde ihn fragen, ob er wirklich nur im Herzen Ehebruch begangen hat. Ist das erwiesen? Nein, er hat doch im Playboy-Interview hat er gesagt, ich, in meinem Herzen habe ich 45 Mal, begehe ich täglich 5 Mal Ehebruch. Aha. Und darauf, ja, und daraufhin muss gab er so viel beten. Es. Ne, daraufhin gab es. Daraufhin haben die Amerikaner so einen Autoaufkleber gemacht, da stand ja drauf: In his heart he knows your wife. In seinem Herzen kennt er ihre Frau. Herr Münchenhagen. Ich würde ihn, glaube ich, fragen, was er nach seiner Präsidentschaft machen will. Na, wollen Sie ihm nicht erstmal die 4 Jahre Zeit geben? Ich meine. Ja, schon, aber alle anderen Fragen, fürchte ich, werden sehr schnell Jahre und sehr häufig gestellt eigentlich. Mhm. Mich würde das wirklich interessieren, ob eigentlich ein Präsident am Beginn seiner Präsidentschaft sich mal Gedanken macht, was denn hinterher werden soll. Das gilt nicht nur für Präsidenten, das gilt für andere auch zeitweilig, auch für mich übrigens. Ja, das ist gar nicht so uninteressant, denn sowas gehört ja im Leben eines Mannes zu einer Karriere. Und nehmen wir mal an, der muss nach 8 Jahren nun wieder gehen, dann muss der sich ja überlegen, was macht er dann, nicht? Ja, muss auf jeden Fall gehen. Herr Lohmeier, was würden Sie fragen? Ich würde fragen, ich bin mit einer Frau verheiratet, die aus dem Süden von Amerika kommt, also von Süden von Nordamerika. Und der Jimmy Carter ist ja ein Südstaatler, einer der ersten seit sehr vielen, vielen Jahren. Ja. Und ich würde fragen, ob jetzt die Südstaatler in Nordamerika einen eigenen Pass bekommen. Oder ob der gleichberechtigt die Nordstaatler und die Südstaatler behandeln wird. Und Gustav Knuth. Ja, ich würde sagen, ob er schon ganz genau weiß, was er besser machen will. Ob er das weiß? Ob er das weiß, ja. Ob er es weiß? Ja. Na, was meinen Sie, ob er es weiß? So, ich kriege da gerade Zeichen, das sei wieder in Ordnung. Ich bedanke mich. Ich hätte das gerne noch ein Stündchen hier weitergemacht mit Ihnen. Ja, vielleicht ist der Apparat auch wieder kaputt. Also wir, also wir probieren es mal. Wenn Sie Schmieding ranlassen, macht er den kaputt. Gut, wem darf ich denn das Ding hier zurückgeben? Vielleicht seid ihr so nett. Das ist sehr nett, Karl-Heinz, danke. So, das war also die erste kleine Panne. Das ist unser Obertechniker. Er hat den Spitznamen Waldi. Waldi, ich danke dir. Ich kann ihm bloß sagen, der hat jetzt mindestens 180 Blutdruck. Und einen ähnlichen Pulsschlag. Es geht. Es geht. Also, das ist fast ein Jubiläum. Ich glaube, es ist die 24. Sendung, die ich heute mache, Montagsmaler. Und es ist die erste wirkliche Panne zu Anfang. Wollen wir hoffen, dass wir zum Schluss sagen können, Ende gut, alles gut. So, möchtest du dich noch mal einmalen? Ja, probier doch mal, ob es auch wirklich funktioniert hier, dieses Gerät. Ihr könnt nicht sehen, das beruhigt mich ungemein. Ja. Das ist. Also, liebe Fernsehzuschauer, bleiben Sie noch ein bisschen hier. Jetzt ist hier noch ein Gerät kaputt. Das soll uns überhaupt nicht kratzen. Wir machen hier weiter Talkshow. Ich komme wieder zu euch. Ihr könnt euch noch ein bisschen ausruhen da. So, jetzt brauche ich mein Mikrofon wieder. Es ist doch eine Hörfunksendung. Also, Herr Rosenbauer, ja. Sie haben am letzten Samstag Ihre letzte Talkshow gemacht. Sie haben sich verabschiedet aus dem deutschen Fernsehen, recht kühl, ohne Engagement und so, als wenn Ihnen das nicht unter die Haut gegangen wäre. Stimmt das? Ich habe mich eigentlich nicht verabschiedet aus dem deutschen Fernsehen, sondern nur von dieser Sendung und gehe dahin zurück, wo ich vorher war, ins Studio Bonn. Und ich habe auch, als ich kam, eigentlich nichts Großes gesagt. Ich habe gesagt, Tag, ich bin da neu. Und ich habe gesagt, das war's für mich. Und so sehe ich mich eigentlich auch, ohne große Emotionen, die man mit so, ja, mit so einer Aufgabe oder mit so einem Job verbindet. Bedauern Sie, dass für Sie diese Talk-Master-Zeit zu Ende geht? Nein. Ganz Haben ehrlich, Sie, nein. Ich meine, Sie sind für viele der Sündenbock gewesen, vor allen Dingen, wenn man die Zeitungen durchschaut. Gibt es für Sie auch einen Sündenbock, der vielleicht mit Ihnen Fehler gemacht hat? Das ist diese Frage nach den Männern im Hintergrund. Nein, die Sündenböcke, das hat Dietmar Schöner mal sehr gut gesagt, sind immer wir selbst, denn wir hätten an jeder Stelle den Mut beweisen sollen, wenn uns was nicht gepasst hat, zu sagen, nee, dann mach ich's so nicht. Hm. Und das mit den Sündenböcken ist ja merkwürdig. Die sind nachher immer die Helden. Dietmar Schöner wird jetzt ganz toll gefunden. Ich bin sicher, wenn jetzt Reinhard das nächstes Jahr alleine macht, bin ich dann ganz toll. Und wenn ein Jahr weiter ist er ganz toll. Und das,
Bist beruhigter, nicht? Nach Ruhm ist früher hat man aber gesagt, lass dicke Männer um mich sein. Ich sehe, ich bin hier umgeben von tollen Männern. Vielen herzlichen Dank. Jetzt kriege ich wieder ein Zeichen. Es soll wieder eins der Geräte gehen. Darf ich das wieder hier abgeben? Das ist das Kleingedruckte im Vertrag. So, seht ihr was? Ja. Ja? Mal doch. Mal bitte mal was. Ja, also im Moment sehen die Kinder hier wirklich nicht viel, außer sich selber. Vielleicht darf ich das mal in die Regie geben. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Nur langsam beginnt es mir selber Spaß zu machen, muss ich Ihnen sagen. Auf diese Art und Weise lernt man auch mal die Technik bei so einer Fernsehsendung kennen, von der ich sonst wenig Ahnung habe. Vielleicht darf ich unserem Regisseur mal sagen, dass das Zeichengerät geht, dass aber auf dem Monitor für die Kinder derzeit dieses Zeichenpult abgebildet ist, nicht aber das... Ja, oh, der liebe Gott spricht. Das ist der Deus Ex Machina. Ja. Ja. Das Gerät geht. Jetzt geht es, tatsächlich. Na, siehste. So, jetzt seht ihr auch, ja? Zeichne nochmal, denn das muss ja hier mit rechten Dingen zugehen. Wenn sich vielleicht dann die Verantwortlichen meiner Sendung, Herr Rosenbauer sprach gerade davon, dass es in jeder Sendung irgendwelche Verantwortlichen gibt, die so im Hintergrund stehen, wenn sich dann die Verantwortlichen meiner Sendung schon mal die richtige Formulierung ausdenken, wie wir uns nachher entschuldigen, wenn wir die Sendung überziehen, wäre das sehr nett. So, also, jetzt möchte ich die Zeituhr auch noch sehen und dann sage ich, Spiel ab, erste Runde, es klappt, pass auf, du. Na, ratet ihr schon? Wir sehen nichts, geht immer weg. Ja. Nein, es geht nicht weg. Doch, das geht ja? Ja. Sehen Sie doch. Nein, jetzt geht's. Guck mal, jetzt geht's. Und die Zeit kriegt ihr nach. Moment, also ich muss hier nochmal unterbrechen. Tja, man nennt sowas, wenn man es vornehm ausdrückt, liebe Fernsehzuschauer, vielleicht kriege ich auch mal eine Kamera, nennt man sowas Workshop. Heute Abend lade ich Sie also herzlich ein zu unserem Workshop bei den Montagsmalern. Und jetzt darfst du noch einmal üben. Und die Zeit wird festgehalten. Geht es? Ja. Siehste, guck mal, jetzt haben wir alle die Daumen gedrückt. Und jetzt geht es. So, jetzt sage ich nochmal, das Spiel fängt nochmal von vorne an. Jetzt konzentrieren wir uns, jetzt sind wir alle Mucksmäuschen still, denn ich kann Ihnen sagen, für unsere Kinder ist das eine große Belastung. Wir können hier drüber wegquasseln und die stehen hier und wissen noch gar nicht recht, ob es losgeht. Bist du jetzt schlecht gelaunt? Nee? Nein. Jetzt wieder Mut und wir drücken uns, dann geht es. Ja? Also, Achtung, fertig, erste Runde, Spiel ab, jetzt geht's um Punkte. Krone, Berge. Nein. Kamel. Es ist ganz falsch, aber ich muss sagen, sie macht auch sehr große Zacken. Hast du gesehen, was ich meine? Ja? Ah, probier noch mal. Geht immer wieder weg? Moment mal, guck mal hier. Das, jetzt sehen wir nur Striche, paar Punkte. Also den ersten Begriff, den male ich euch jetzt hier mal. Ja. Ich male ihn nur schlecht. Was könnte das denn sein? Es geht nicht weg, es geht. Du musst nur fest aufdrücken. Pflanzenteppich. Nee. Also wir stoppen mal die Zeit hier. Ich muss jetzt mal mit meiner Jury kurz sprechen. Du kommst hier mit diesem Gerät höchstwahrscheinlich nicht klar. Wenn du den richtig aufdrückst, dann geht das nicht weg. Guck mal. Ich finde, das funktioniert prima. Hm? Meinst du nicht? Aha, endlich, der Intendant. Ja? Nö, ich werde mich hüten. Ich finde das nicht gerecht. Denn sie konnte wirklich nichts dafür. Also gut, wenn es nicht weiter... Gut, wir kriegen jetzt Streit hier. Das wird eine feine Geschichte. Gut, also ich probiere es. Ich probiere es. Also wir stoppen hier nochmal die Zeit. Und ich möchte die Jury hinten bitten, eine Minute dazu zu geben. Denn bei dem ganzen Hickhack geht's oder geht's nicht. Und der Herr Penk hinten, der auf unsere Sendung aufpasst, der hat gemeint... Ich sollte dich jetzt mal da hinsetzen, weil du vielleicht ein bisschen nervös bist, weil wir dich hier die ganze Zeit stehen lassen. Du kriegst in Gedanken jetzt mal erstmal 3 Punkte. Verstehst du? Die kriegst du jetzt erstmal. So, jetzt bist du dran. Also, dann geht's nochmal los. Spiel ab. Na, das funktioniert ja. Toastbrot, nee. Brot. Nein, ganz falsch. Nee, ganz falsch. Nee. Ja, und da ist was Bestimmtes drauf. Eine Briefmarke, richtig, die ersten 3 Punkte. Strich, Flasche. Was ist da drin? Was ist da drin? Wein, Wasser. Kein Wein? Apfelmosel. Apfelmosel, ja, Apfelsaft. Gesicht,
Brille. Mit Hut. Bräutigam. Nee, aber es handelt sich um einen Mann in Ausübung seines Berufes. Polizist? Nein. Verkehrsmann. Zuwärter. Vielleicht müsstest du jetzt mal ein bisschen was von den netten Tierchen dazu malen. Zoodirektor. Tierpfleger. Also Tierpfleger ist sehr gut. Tierarzt. Nein, es ist eine Art Tierpfleger, ja. Es ist sogar ein... Nein. Der zieht immer über die Wiesen mit seinen Tieren. Schäfer, richtig. Kopf. Blume. Ganz falsch. So. Hase. Das ist schon besser. Eichhörnchen, ja. Das Geheimnis musst du uns nachher verraten, wie du hier auf Eichhörnchen gekommen bist. Wasser ist gut, ja. Was ist in diesem Wasser? Fische. Unter anderem, aber was Besonderes? Quellen. Sie hat das eben noch mal deutlich gemalt. Na, was ist das? Eine Flaschenpost. Eine Flaschenpost, na bitte. Kopf, Teller, Gesicht, Eimer. Nee. Heizung. Bäume. Ja, und das gehört zu einem Baum. Ah, fast. Wie viele Punkte habt ihr gekriegt? 18. 18 unter erschwerten Umständen. Ich danke euch. Tschüss. Ihr könnt hintergehen, ne? Habt ihr das mitgekriegt, was hier alles los war? Ja. Eieieiei. Jetzt bin ich gespannt, was bei euch kaputt geht. Jetzt müsste mal ein Scheinwerfer noch runterfallen oder sowas. Vielleicht bist du so nett, stellst dich vor. Ja, also ich heiße Anja Pahl, komme aus Hamburg, bin 11 Jahre alt und meine Hobbys sind Reiten, Eislaufen, Malen und Lesen. Malen war dabei, passt zum Montagsmalen. Ja. Und du? Ich heiße Daniela Nowak, bin auch 11 Jahre alt und meine Hobbys sind Basteln und Malen, Lesen und Fotografieren. Mhm. Ich heiße Christine Friedrichs, bin 12 Jahre alt und meine Hobbys sind Klavierspielen, Tanzen und Malen. Ich heiße Stefanie Schuster, bin 11 Jahre alt, wohne in Arnsburg bei Hamburg und meine Hobbys sind Trampolinspringen, Tauchen, Akkordeon spielen und Zeichnen. Sag mal, Trampolinspringen, das ist an und für sich eine ziemlich schwierige Sportart. Und man muss da schon in einem Club sein, man kann sich ja nicht zu Hause so ein Trampolin hinstellen. Nicht? Bist du in einem Club? Ja. Und wie oft trainierst du da? Einmal in der Woche. Weißt du, ob das Stunden. Ganz in der Nähe von euch... Ja, direkt gegenüber. Ganz in der Nähe von euch ist das Leistungszentrum der deutschen Trampolinspringer. Ich war da zufällig, sonst wüsste ich es nicht. Und zwar in Damp. Und da springen die von morgens bis abends. Bin da mal mitgehopst, mein lieber Freund, das war ein Ding. Sag mal, ihr macht Schulfunk. Was macht ihr da für eine Sendung? Also, wir lesen Aufsätze, also Aufsatzfunk. Und die Aufsätze sind von anderen Kindern geschrieben, die haben sie eingeschickt. Ihr lest die vor. Und wir lesen sie vor. Welches war dein letzter? Das weiß ich gar nicht mehr. Deiner? Schon ziemlich lange her. Ja, ich mache keinen Aufsatzfunk, ich mache Verkehrserziehung, also mit Moritz unterwegs. Das ist so eine Serie und es sind so drei Kinder. Und also das ist immer so eine Szene aus dem, vom, so was im Verkehr passieren kann. Zum Beispiel ein Ball rollt auf die Straße und so. Und dass die Erwachsenen wissen, wenn der Ball kommt, kommt auch gleich das Kind, so dass man schön aufpasst. Und dann drei Kinder verschieden handeln, ne, und dann wer hat das richtig gemacht und so. Sag mal, seid ihr jetzt eigentlich ein bisschen sauer, dass das am Anfang so lange gedauert hat? Mhm. Ich müsste mich mal mit euch absprechen. Ja, aufregend war's. Ja, ist klar, ne? Man weiß da nie. Wir haben da gesessen, haben gehampelt und haben überlegt, was ist denn jetzt los? Ist nun es kaputt oder? Ja. Also ich hoffe, es ist wieder ganz. Da haben in der Zwischenzeit zwei ganz fleißig dran gearbeitet. Es wird gehen. Ich müsste mit euch jetzt mal ein Geschäft ausmachen. Ich weiß nämlich nicht, ob die Jury da hinten richtig entscheidet. Die Kinder in der ersten Runde haben 18 Punkte geholt. Das ist nicht sehr viel. Die hätten vielleicht wesentlich mehr geschafft, wenn sie nicht so nervös gewesen wären. Seid ihr nicht der Meinung, wir müssten hier hinterher vielleicht so ein bisschen das Ergebnis gegeneinander abwägen? Denn wenn das... Nee? Also nicht, dass ich jetzt euch sage, ihr sollt verlieren. So weit geht ja die Freundschaft nicht. Aber vielleicht könnt ihr so am Anfang ein bisschen langsam machen, nicht? Ja, so ein ganz bisschen. Sind ja auch ziemlich jünger als wir. Ja. 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 Wir sind alle 11 und 2. Gut, komm. Wir lassen das jetzt mal auf uns zukommen und werden dann hinterher streiten, okay? Gut. Also ihr legt jetzt mal los, wie ihr könnt, und dann machen wir ein Geschäft. Achtung, Spiel ab. Kasten, Tasse, Fernseher,
Stern. Ganz falsch. Briefmarke. Foto. Briefmarke ist richtig. Auto. Glas. Gesicht. Brille. Nein. Apfel. Apfel ist gut. Apfel. Apfelsaft. Apfelsaft, richtig. Hut. Mensch, Onkel, Tante, Sheriff. Onkel, Tante, Tante nicht, Sheriff. Wanderer. Ja, ein ganz bestimmter, guck mal. Hirte. Der hat Schafhirte. So Schafhirte, richtig. Oh. Ha. Schnecke. Schlange. Delfin. Nee. Wurst. Eichhörnchen. Eichhörnchen, richtig. Ein Auto. Gitarre. Tischtennisschläger. Flasche. Eine Flasche. Na? Flaschenpost. Richtig. Das ist so krickelig. Jetzt geht ihr in Führung. Ein Baum. Das wird ein Baum. Apfelbaum. Nein. Birnbaum. Nein. Kirschbaum. Nein. Pflaumenbaum. Nein. Nein, bitte sag mir das nicht. Weide! Moment mal, wir stoppen mal hier, wir stoppen mal. Wenn du fest aufdrückst, dann kann dir überhaupt nichts passieren. Also den Baum, den lassen wir noch gelten, nicht? Ihr wisst, da kommt also was vom Baum. Ihr müsst nur noch rauskriegen, was da runterfällt. Fallobst. Mal jetzt mal schön langsam. Mehr in der Mitte vielleicht. Ich weiß, Blätter. Blätter! Das geht. Nein, keine Blätter. Fallobst. Es ist, Obst kann man dazu nicht sagen, nein. Es gibt zwar auch Essbare davon. Datteln. Nein. Kastanien. Kastanien, richtig. So, jetzt ist die Entscheidung schwer. Das kann aber nicht stimmen. Haben die anderen auch die Kastanie noch rausgekriegt? Nee, plus, das kann nicht sein. Die Kastanie war, jetzt bin ich, jetzt. Ja. Aha. Also. Gut. Naja, ich werde mit den Damen reden. Also, ihr habt 18 Punkte, die sind richtig. Die anderen hatten nur 15. Die haben durch das Zetern vorhin 3 Punkte zugeschlagen bekommen. Das scheint mir jetzt gerecht, unentschieden nach der ersten Runde. Jetzt sollen die Erwachsenen mal sehen, wie die klarkommen. Ja? Also, ich habe hier... Ich habe hier für die Kinder alle eine Schallplatte. Ich möchte auch auf diese Schallplatte hinweisen. Ich bin darum gebeten worden, ich tue es auch sehr gerne. Sie heißt Aus Liebe zur Natur und eine gute Tat für das Überleben unserer heimatlichen Pflanzen. Diese Platte lege ich Ihnen aus einem ganz besonderen Grund zurecht. Wir haben hier von der Gattin unseres Bundeskanzlers eine Widmung für jeden von euch da drauf. Da steht drauf, herzlichen Dank für schönes Malen und alles Gute. Das ist also ein Gruß für euch. Und diese Platte Aus Liebe zur Natur, diese Langspielplatte, erscheint zugunsten des Deutschen Naturschutzringes. Unter dem Patronat von Frau Hannelore Schmidt und von dem Erlös jeder Schallplatte gehen 2 Mark an den Deutschen Naturschutzring. Ich möchte Ihnen das auch mal vielleicht von hinten zeigen, damit Sie mal sehen, welche Pflanzen da alle gemeint sind. Habt ihr die schon mal in Biologie durchgenommen? Habt ihr so eine Ahnung, was hier alles abgebildet ist? Also das Edelweiß erkenne ich von Weitem und dann muss ich bei euch Nachhilfeunterricht nehmen. Erkennst du noch was? Eine Seerose ist, glaube ich, drauf. Der Enzian, ja, den müsste man ja auch kennen. Gut, also es sind sehr viele interessante Interpreten mit dabei. Georg Stern, der Dresdner Mozartchor, Maria Mucke, Conny Jackel, Deutscher Kammerchor. Ich habe bloß vorhin jetzt schon so viel geredet, dass ich es ein bisschen abkürzen möchte. Aus Liebe zur Natur, für euch ein Andenken an diese Sendung mit den Grüßen. Seid so nett und teilt sie auch an die anderen Kinder hinten aus. Und dann gibt es hinten für euch heute ganz besonders viele Spielsachen, damit ihr die Panne ein bisschen vergesst. Ja? Vielen Dank. Tschüss. 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 So, jetzt darf ich unsere Erwachsenen bitten. So, hier gibt es gleich eine Schiebung. Das ZDF mit seinen Talkmastern, mit seinen Gesprächsleitern. Guido, habt ihr auch schon mal so eine Panne gehabt am Anfang in der Sendung, wo nur überhaupt erst mal nichts funktionierte? Möchte ich dir gratulieren, also wie du das geschafft hast. Ja, ich gratuliere dem Publikum. Ist mir schon einiges passiert, aber ob ich das so geschafft hätte, weiß ich, glaube ich nicht. Gell?
Panne et circenses könnte der Titel sein. Ja, ich muss dazu vielleicht mal eins sagen. Das Kompliment möchte ich an euch weitergeben. Ich habe eure hilfereichenden Blicke gesehen und so jeder von euch wollte jeden Moment aufstehen und sagen, komm, wir müssen dem jetzt helfen. Das gibt viel Sicherheit. Vielen Dank. Guido Baumann, der Ratefuchs, was bin ich? Ich habe heute Mittag ketzerischerweise gesagt, so eine richtige Rente, so eine Sendung. Aber von irgendwas muss man ja leben, gell? Aber in Wirklichkeit hat er einen ganz anderen Hauptberuf in der Schweiz. Na, ich bin Unterhaltungschef des Schweizer Radios, das heißt des Deutsch-Schweizer Radios. Und du bist am Bodensee geboren? Am Bodensee geboren, ja. Und ein echter Schweizer. Ich war sehr lange in Deutschland und mache Unterhaltung, seit ich klein bin, weil ich Unterhaltung auch finde, dass die Unterhaltung zwischen Menschen ist für mich die beste Unterhaltung, wenn sie Geschichten unterhalten erzählen können. Drum bin ich auch gerne hin und wieder Talkmaster, wie man in Deutschland sagt. Du machst eine Talkshow, wo du dir immer ein Thema nimmst, nicht? Du möchtest, ich mache verschiedene. Ich mache hauptsächlich große Gespräche mit Persönlichkeiten, mit Gustav Knuth zum Beispiel, habe ich eins gemacht und so weiter. Und wo man versucht, Menschen näher kennenzulernen oder wo es um Themen geht. Sind die Schweizer nicht ein bisschen eifersüchtig auf deine Fernsehkarriere in Deutschland? Hätten die dich nicht lieber mehr im Fernsehen in der Schweiz? Da musst du die Schweizer fragen. Ja? Gut, ich komme mal vorbei. Karl-Heinz Hollmann, vielleicht darf ich mal was ganz Privates sagen. Vor so 15, 20 Jahren, als ich mir überlegte, was werde ich mal, war der Karl-Heinz schon ein Großer in diesem Business, hat damals Schaufenster Deutschland gemacht und es war immer für mich so faszinierend, ihn zu sehen, wenn er gesprochen hat. Links ein Engländer, rechts ein Franzose, geradeaus noch auf Hamburgisch und in allen Sprachen kam er zurecht. Und da hat meine Mutter immer gesagt, so wie der musst du mal werden, da siehst du mal, was du... Aber das mit den Sprachen habe ich nie geschafft. Verheiratet mit der schönsten Frau Deutschlands. Ja, und sehr glücklich. Schöne Grüße an Miss Germany. Dankeschön. Und du kommst gerade von einem großen Hamburger Abend. Ja, wir haben in Hamburg eine große Gala gemacht. Stars helfen Kinder. Es ging darum, Kindern, die bei Verkehrsunfällen zu Schaden gekommen sind, zu helfen. Viele Künstler haben sie gekommen, haben sie unentgeltlich zur Verfügung gestellt, von Vicky bis zum Tanzorchester des NDR. Das Schönste ist, mit dem ersten Galaabend, den Hamburg erlebt hat in dieser Größe, sind über 80.000 Mark innerhalb von 4,5 Stunden im Kongresszentrum im Saal 1 reingekommen. Für die Kinder? Für die Kinder, ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Freue ich mich sehr drüber. Danke. Freue ich mich auch. Du hast jetzt eine Talkshow, die erste wurde ziemlich kritisiert, das war so ein Familientreffen von Dietmar Schönherr. Ja. Und bei den weiteren habt ihr euch sicher vorgenommen, dass man das vielleicht ein bisschen anders dann macht. Ja, wobei ich feststellte, als wir beide, wir sind ja auch gute Freunde, oder der Wolfgang Penck uns hier sahen vorgestern, sind wir uns auch um die Arme gefallen. Das ist eben so in unserer Branche, dass man sich, wenn man wirklich gerne macht, auch mal in den Arm nimmt. Bei Pfarrer Alberts war es anders, eine andere Begegnung, eine andere Persönlichkeit. Im Dezember machen wir die nächsten zwei. Wir haben daraus gelernt. Wir lernen alle weiter mit unseren Sendungen. Im nächsten Jahr gibt es 6. Wir sind in guten Mut. Kann das nicht mal peinliche Begegnungen geben? Ich stelle mir so vor, wenn man da also eingeladen wird und auf einmal trifft man dann vielleicht die erste Dame seines Lebens oder sowas und kann sich vielleicht nicht mehr erinnern. Wir hatten Kurt Jürgens im Studio. Wir hatten natürlich auch vor, die Damen seines Herzens und seines langen Lebensweges einzuladen. Und die haben alle Nein gesagt. Habt ihr denn zu allen Kontakt gehabt? Ja, sie haben alle noch, wenn sie überall gerade. Bist du Liz Taylor, die uns ein Filmstatement, das war nun eigentlich eine Dame, die von ihm einen Ehering eines Tages bekommen hat, aber auch die sehr, sehr nette und sympathische Beziehung zu ihm hatte. Die wollte uns ein Filmstatement schicken, hat es dann aber auch nicht getan. Peinlich wird es bei uns mit Sicherheit nie werden. Wir wollen keine Gäste in eine peinliche Situation hinein verlocken. Pfarrer Albert sagte, gut, in die Falten des Gesichtes darf man ruhig mal hineinfragen, aber nicht in die Tiefen, die Falten des Lebens in jedes Gesicht geprägt haben. Gilt das für einen Journalisten, Herr Lorenz, auch, wenn er bei der Sendung Politiker Antworten und Journalistenfragen tätig ist? Ich glaube, da muss man doch ein bisschen weiter in die Falten reingucken, ne? In die politischen Falten sicher. Ja. In die persönlichen, das ist nicht Sache dieser Sendung. Ja. Aber Sie wissen ja, dass ich auch noch einen Broterwerb nebenher habe. Ja, Sie sind ja eigentlich nur in der zweiten Reihe beim ZDF tätig. In Wirklichkeit sind Sie Journalist für 3 große Zeitungen in Deutschland, sozusagen der Bonn-Korrespondent. Badische Neueste Nachrichten, Kieler Nachrichten und Schwäbische Zeitung. Von oben nach unten, nicht? Ja, gut gemacht. Und Sie arbeiten für diese Zeitung, politische Kommentare, machen Interviews und in Ihren Shows Meldungen. Sind Sie eben der Gesprächsleiter und stellen Fragen. Gesprächsleiter, kennen Sie den boshaften Schnack? Kennen Sie den Unterschied zwischen Gesprächsleiter und Zitronenfalter? Ich hoffe, jetzt kennen Sie den. Es gibt keinen. Der Zitronenfalter faltet auch keine Zitronen. Aber ich muss dazu sagen, Sie haben es heute Abend geleitet. Bedanke mich. Herr Schmieding.
Wir hatten ja vorhin schon Gelegenheit, uns da drüben mal ein bisschen zu unterhalten. Sie sind so ein großer Sportfan. Ich glaube, Sie haben auch mal das Sportstudio moderiert. Ja, gastweise, zweimal. Was macht Ihnen mehr Spaß, so eine Sportsendung zu moderieren oder Ihre Talkshow, von der Sie ja jetzt die letzte gemacht haben? Das kann man nicht sagen. Also mir hat diese Sportsendung, das war gastweise, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe zwei oder dreimal. Und das eine Sache, an die ich sehr gern zurückdenke, war, dass die Eröffnungsreportage von den Olympischen Spielen in München. Das war wirklich eine Sache, an die ich sehr, sehr gern zurückdenke. Das war. Wenn ich Ihre Sendung gesehen habe, Sie sind zu Ihren Gästen immer so nett. Man hat immer so das Gefühl, ist meine Art. Ich bin überhaupt ein netter Mensch. Man hat so das Gefühl, Sie stellen nur gute Freunde vor. Ich glaube, dass der eine oder andere auch schon mal aus dem Studio rausgegangen ist und Sie hatten sicher eine Wut im Bauch. Hat Sie mal einer geärgert in der Sendung? Nein, in der Sendung hat mich keiner geärgert. Also vielleicht, dass Sie sagen, ja, der könnte auch besser sein oder so etwas enttäuscht. Oder so etwas. Hat Sie einer enttäuscht? Würden Sie einen nicht wieder einladen? Na, ich würde die meisten nicht wieder einladen, weil ich sie ja schon gehabt habe. Weil sie schon mal da waren, ja. Aber nein, eigentlich nicht. Außerdem, selbst wenn ich das tun würde, würde ich es also für außerordentlich taktlos halten, nun heute Abend zu sagen, der ist also so gewesen. Es war also, wollen wir es so sagen, bei all den Gästen, die ich gehabt habe, war einer dabei, den würde ich auf keinen Fall jemals wieder begrüßen wollen. Wer war das? Nur, das werde ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ach, das ist schade. Jetzt haben Sie uns so neugierig gemacht. Sagen Sie mir wenigstens, mit welchen Buchstaben fängt er an? Der Vorname fängt, oder der Nachname. Wir können ja zeichnen und Sie raten. Ja gut, das können wir nachher machen. Zeichnen, Sie raten. So was ist einen so neugierig zu machen. So, wir fangen an. Guido Baumann übernimmt also jetzt hier die Zeichen. Aufgabe als Erster in dieser Runde. Es steht 18 zu 18, es ist alles drin, das sind die Banderolen. Achtung, Spiel ab, Guido. Was Hübsches. Strich, Tisch. Tisch. Kasten. Bett. Welcher Füße Kasten? Unterm Tisch. Na, Kasten, Rappelkasten. Was für ein Kasten? Herr Schmieding. Dazu sagt man Kasten, ja. Zu Flurkasten. Nee. Kasten. Mein sportlicher Schmieding. Tor. Ja, jetzt Tor, sind wir schon Tor. Mal Kasten. Nah dran. Ja. Torwand, nee, Torkasten. Also es handelt sich um welche Disziplin? Um Fußball. Fußball. Ja, sehr gut. Jetzt den Rest müsst ihr alleine schaffen. Fußball, Torwand. Was für ein Fußball? Ecke. Hilf Ihnen doch mal, vielleicht kann man da noch was Besonderes malen. Rock. Jetzt kommt ein Mann. 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 Rock. Mädchen. Mädchen. Ja, also Darmfußball, richtig. Das wird nichts. Mann. Mann. Das ist gut. Mann, schwangere Frau. Oh. Nein. Es ist ein Mann. Ist ein Mann. Ja. Mann, das Kind im Manne. Dein nein. Biertrinker. Biertrinker. Ja, wie nennt man das also? Bierbau. Richtig. Bierbau. Herr Lorenz. Mann. Kreis, Nase. Busen. Busen ist schon gut. Aha. Busen der Natur. Mein lieber Doppelbusen. Freund. Nein. Schlange, eine Schlange am Busen ernähren. Nein, es ist kein Sprichwort. Es handelt sich hier um ein Symbol. Ist nichts drauf. Ja, Moment, wir stoppen mal die Zeit. Ach, das Gerät ist so reizend. Ist nichts drauf, wenn Sie vielleicht noch mal einen Probestrich das war machen der möchten. Der hat das gestrichen, ja. Es geht doch. Jetzt geht es wieder, aber eben ging es alles mit einem Schlag weg. Ja? Ein Strich. Aber wir wollen darüber nicht diskutieren, wir machen gleich weiter. Bitte. Macht mal schön weiter. Ja, jetzt sehen wir gar nichts. Also Busen. Ja, also das mit dem Busen ist schon gut. Busenhalter. Nein. Büstenhalter. Also ich meine, das ist ein Typ, ein ganz bestimmter Typus Frau mit Bardame. Mutterbrust. Amme. Dirndl. Also Richtung Bardame. Mehr Richtung Bardame. Kolger. Ein bisschen. Dekolleté. Ja, also das Kolger ist mir gibt's zu bezahlt. Das ist eine Liebhaberin, Favoritin. Na, es hat schon gegongt, aber er macht das so nicht. Eine Kurtisane. Nein. Es war eine Sexbombe, aber nicht weiter. Sexbombe. Ja. Gut, bedanke mich. Ihr könnt euch darüber setzen, wenn ihr möchtet. Ich habe zu Anfang gesagt, die Talkmaster wären bei uns. Sind Sie sehr böse, Herr Knuth, wenn ich bei Ihnen sage, ich würde Sie beleidigen, wenn ich sage, dass Sie nur ein Talkmaster sind, in dem mir die anderen bitte jetzt nicht böse sind. Aber ein Künstler, der einen solchen Namen hat und dabei so nett ist und solche Erfolge hat, dass der zu uns kommt in unsere Sendung unter der Überschrift Talkmaster, das zeigt, dass Sie wirklich Humor haben. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Knuth.
Ich möchte noch etwas dazu sagen. Das Wort Künstler ist gefallen. Also das ist bei mir sehr schwer. Da zähle ich mich nicht dazu. Denn Michelangelo ist ein Künstler. Der braucht ein Stück Stein und der braucht einen Hammer und einen Meißel. Aber ich brauche einen Dichter, ich brauche einen Partner, ich brauche ein Bühnenbild, ich brauche einen Regisseur. Einen Souffleur. Und Souffleur, Souffleur, ja, ja, ja. Und das ist schon gut, ein künstlerischer Beruf. Aber also Künstler würde ich nicht sagen. Und das andere würde ich sagen, ich fühle mich sehr wohl bei euch hier. Ich finde das prima. Sie haben einen großen Preis gekriegt für Ihren Künstlerstammtisch. Ich glaube, die Goldene Kamera. Das war ein Preis vom Publikum. Und ich glaube, dass eine Auszeichnung, die das Publikum gibt, dass die doch für einen Künstler immer eine besonders schöne ist. Nicht? Ich meine, nichts gegen Jurys, aber... Naja, nein, das war auch eine sehr schöne Sache. Ich habe mich darüber gefreut. Sie spielen im Moment in Zürich? Nein, noch nicht. Ich probiere jetzt gleich in Zürich, den Hauptmann von Köpenick, von Zuckmeier. Und das ist das Nächste, was ich noch mal in den Kohlkopf hineinlernen muss. Denn ich bin ganz neu, ich habe ihn noch nie gespielt. Was ist mit Ihrem Garderobier in Ihrem Künstlerstammtisch, der immer so herrliche Geschichten erzählt? Sehr traurig. Er ist leider nicht mehr am Leben, der ist tot. Unser Prüfi. Prüfi hieß er? Prüfer. Ja. Aber die Schweizer, die machen immer ein I oder sowas dahinter. Entschuldige. Ja. Und Prüfi war eine einmalige Erscheinung. Eine Shakespeare-Figur. Und der hat immer so herrliche Geschichten erzählt. Wir haben vorhin eine geübt, die mussten wir dann weglassen, weil es noch Kinder im Programm waren. hat er auch ein paar andere Geschichten erzählt? Ja. Der Kollege Ginsberg, der sagte mal zu ihm, dass die Sache mit Hitler in Deutschland, das kann er in Berlin, dass das in Berlin die Katholiken mitgemacht hätten mit Hitler. Das konnte der Ginsberg nicht verstehen. Und da sagte mein Freund Prüfi, also, davon mal abgesehen, sagte er. Also, wie viele Katholiken gibt es schon in Berlin? Darauf sagte. Darauf sagte der Ginsberg, du bist so dick, wie du dumm bist. Es gibt 40% Katholiken in Berlin. Na ja, nun, also, davon abgesehen, also, was sind 40% bei 4 Millionen? Sagt er. Also. Wir haben gestern Abend Tränen gelacht. Wenn Sie irgendwann einmal Gustav Knuth begegnen, ich kann Ihnen nur sagen, hängen Sie sich an seinen Rockschoß. Ja, kommen Sie doch nachher, geht alle. Abendfüllen. Henno Lohmeier, Sie haben gestern nachgezählt, wie viele Topstars, Sie suchen sich immer so das Beste vom Besten aus, Sie bereits präsentiert haben. Ich frage noch mal, wie viele waren es? Na, alles zusammen so mal 50. Gustav Knuth war auch dabei. Natürlich. Von Haus aus Journalist. Bitten Sie also diese Gäste ins Studio, zeigen Filme aus Ihrem Leben. Wer hat Ihnen bisher die meisten Schwierigkeiten bereitet? Willst du das ganz ehrlich? Ja, warum nicht? Ich meine, wir können auch lügen, aber haben wir nichts von. Eigentlich, ja, das liegt natürlich ein Talkmaster und ein Interviewer. Talkmaster, das Wort ist wirklich ganz blöd. Aber sag mal, ein Interviewer und ein Interviewer passt da nicht unbedingt zusammen. Zwei nette Leute sind nicht unbedingt ein gutes Paar. Und mit manchen klappt es besser, da sind die Antennen so richtig gerichtet, mit manchen weniger. Und es gibt schon welche, mit denen ich weniger verstanden habe und welche ebenso grob. Wer kann ich mit Gustav nicht? mehr. Haben Sie das Gefühl mal nach einer Sendung gehabt, dass Sie einen Menschen nicht so gezeigt haben, wie er vielleicht war, wie Sie das hinterher festgestellt haben? Aber natürlich. Und manchmal gab es auch überraschende, also ohne mich auf die Schulter zu klopfen, überraschende Entwicklungen, wo ich während der Sendung gemerkt habe, ich bin auf hier, sagen wir, auf einen Nerv gestoßen, der den Menschen ganz neu zeigt, ganz neu interpretiert, gegen das Image, sagen wir, gegen das Zeitschriften oder öffentliche Bild, das er bis dahin gehabt hat. Haben Sie sich die Sendung Ihrer Kollegen immer angeguckt? Haben Sie Herrn Rosenbauer, Herrn Münchenhagen gesehen? Nicht immer, natürlich, das wäre zu viel. Aber oft? Also, aber oft natürlich, um Himmels Willen. Würden Sie einen von beiden mal in eine Sendung einladen wollen, um ihn zu präsentieren? Ach, am liebsten gerade bei den beiden zusammen. Das ist eigenartig. Herr Rosenbauer, das wären Sie so schnell nicht los. Sie haben sich jetzt am letzten Samstag verabschiedet. Aber Sie beide sind so in der Presse hochgespielt worden, mit dieser Sendung, in Verbindung mit dieser Sendung. Man muss Sie ja nun mal wirklich fragen, sowas muss ja fast zusammenschweißen. Was? Tut es. Konnten Sie sich vorher leiden? Konnten wir uns vorher leiden? Oh, kannst du gucken? Ja. Ja. Das ist auch der richtige Begriff. Und wir jetzt auch noch? Ja, nicht besser eigentlich als vorher.
Ja. Ich bin gebeten worden, von einigen Sie auf Ihre letzte Sendung anzusprechen. Ich habe Sie nicht gesehen, ich fände es unfair, Sie da zu fragen. Aber nachdem darüber viel diskutiert wurde, glauben Sie, dass Sie in dieser Sendung alles gegeben haben, um hier eine Person sich darstellen zu lassen? Es ging nicht um eine Person, sondern um zwei Personen. Und ich glaube, dass in dieser Sendung ein Thema, mit dem wir alle nicht fertig sind, gerade die ältere Generation, ziemlich emotional, aber auch offen diskutiert wurde. Was mich erschreckt hat, war, dass Frau Riefenstahl nur positive und Bewundererbriefe bekommt. Dann Frau Kretschmer, die Arbeiterin und Gewerkschafterin aus Hamburg, als Kellerassel beschimpft wurde, sie sollte vergast werden und Bombendrohungen bekam. Das hat mich doch sehr erschreckt. Und was hat man Ihnen gesagt nach der Sendung? Ach, ich war eigentlich, hat man gesagt, nein, das kann man, ich wollte jetzt eine flapsige Antwort geben, aber ist zu ernst. Es war gemischt. Die Reaktion von vielen Leuten war, ich hätte Frau Riefenstahl mehr schützen müssen. Von anderen Leuten war sie, ich hätte sie viel zu sehr geschützt. Oh. Und das ist eigentlich das Beste, was einem Talkmaster oder einem Gesprächsleiter passieren kann, dass die Meinungen so auseinandergehen, denn dann war es interessant, dann ist wirklich was passiert. Karl-Heinz Hollmann hat vorhin gesagt, in Amerika mit der gleichen Sendung hätten sie die Schlagzeilen gemacht, positiver Art auf den ersten Seiten der Zeitung. Vielleicht ist auch die Mentalität im Publikum etwas anders. Andere haben gesagt, vielleicht war es eine Generationenfrage. Ich kann es hier nicht beurteilen. Ich bedauere es, wenn ich das als Zuschauer sagen darf, dass Sie nicht mehr mitmachen. Es war doch immer eine Farbe und ich finde, wir haben so wenig Köpfe im deutschen Fernsehen. Es ist immer schade, wenn dann einfach so einer verschwindet. Jetzt gehen Sie nach Bonn und das ist Ihr Applaus. Ich muss Sie jetzt mal ganz kurz unterbrechen, ohne dass Sie mich jetzt falsch verstehen und denken, dass ich böse werde. Unser Aufnahmeleiter tut hier wirklich das, was ihm gesagt wird. Er zeigt mir dauernd ein Schild mit schneller. Ich bin gerne bereit, in Zukunft hier schneller zu arbeiten, wenn ihr mich am Anfang schneller anfangen lasst. Okay? Gut. So, Herr Münchenhagen. Ich muss sagen, zu Ihnen habe ich auch ein recht eigenartiges Verhältnis am Anfang gehabt. Ich habe immer gedacht, als ich Sie zum ersten Mal im Fernsehen sah, Sie müssten sowas wie ein Hypnotiseur sein. Sie wirken so bedeutungsschwanger. Und ist das für Sie eigentlich eine Hypothek, dass man bei Ihnen erst sagt, der sieht so ernst aus? Da hat man also das Gefühl, da muss man also viel argumentieren, damit man da wieder gut sich aus der Affäre zieht. Sind Sie privat auch so? Sie stehen damit keineswegs allein. Den meisten Leuten geht es ganz ähnlich wie Ihnen. Die sehen mich auf dem Schirm und sagen, der ist eiskalt und cool und begegnen mir persönlich und finden mich ein Schatz. Sie wissen das. Ich wollte jetzt nicht nach dem eiskalt etwas da erwidern. Das wäre sonst... Herr Münchenhagen, Sie machen nächstes Jahr die Talkshow alleine? Wenn ich im nächsten Jahr Talkshow mache, werde ich mich nicht mit jemand abwechseln. Glauben Sie, dass das schadet, dass man abwechselt? Glauben Sie, dass der Moderator mehr Gelegenheit haben muss, sich auch durch die Höhen und Tiefen dieses Berufes einfach durchzubeißen? Ich glaube, dass es bei einer Sendung, die es im Jahr 11-mal gibt, besser ist, wenn diese Sendung mit einem Kopf verbunden ist. Es geht gar nicht um die Frage, welcher Kopf jetzt, aber mit einem Kopf. Zum Zweiten finde ich, dass es ohnehin gefährlich ist, eine Sendung so relativ selten zu haben. Die Erwartung für diese Sendung ist dann nicht wie bei Bundesligaspielen, sondern etwa so wie bei Länderspielen. Und das finde ich ein bisschen zu hoch. Wer ist für Sie ein Traumpartner? Wie entscheiden Sie überhaupt? Gucken Sie die Zeitung durch, wer ist gerade in, wen lädt man ein oder nach welchen Kriterien wählen Sie aus? Wie könnte eine Traumbesetzung für Sie aussehen für eine gute Sendung im nächsten Jahr? Bin ich ganz am Anfang mal gefragt worden und ich muss gestehen, dass ich es eigentlich nicht verändert habe. Aber wirklich Traumpartner, die eben nicht zu realisieren sein werden. Ich würde sehr gern Günther Guillaume und Vera Brühne haben. Ja, das wird natürlich ein bisschen schwierig sein. Ne? Selbst bei allem Bemühen wird es sehr schwierig. Vielleicht eine Außenübertragung. So, also jetzt muss ich leider das Gespräch abbrechen. Wir wollen jetzt spielen und ich hoffe, dass wir jetzt irgendwann diese anfänglichen Schwierigkeiten so überwunden haben, dass wir wieder Spaß kriegen und dass wir lustig sein können. Ich kann Ihnen sagen, unter den Begriffen ist einiges dabei, wo wir was zu lachen haben werden. Gustav Kluh, darf ich Sie bitten? Mein Michelangelo hier. Wo ist der Meister? So, Achtung, zweite Runde, Spiel ab. Aha, gar nicht. Doch, doch. Hammer, Meisel, ein Tasse, Kreis, Rad, ein Gesicht, Mauerassel. Was ist das für ein Gerät dort? Ein Sportgerät. Ja, ein Fußball. Fußball. So, was für ein Fußball? Damenfußball. Richtig! Um Gottes Willen. Ist der Mensch? Aha. Mensch, Mann, Frau.
Na? Herrenfußball. Nein. Fahrradfahrer. Ganz falsch. Aha. Ein Sack. Ein alter Sack. Was ist das links? Links ein Pfeil im Augenblick. Ah, ein Bauch. Ein Bauch. Ja, ein dicker Bauch. Ja, ein dicker Bauch. Also ein Geldsack. Er macht Zeichnungen. Fettwand. Was für ein dicker Bauch? Ein Na, wie wird ein Bauch dick so unter anderem mit Säufer. Ein Säufer, ja. Jetzt also ein Bierbauch. Richtig. Eine Busen, Dame. Busen eine Dame, oder? Donnerwetter. Genau. Eisbombe, Eisbombe. Ja, gut. Kalte. Er ist so nah dran mit der Bombe. Eiskalt, Sechsbombe. Sechsbombe, richtig. Was ist das? Um Gottes Willen. Was ist das denn? Das ist ein Gesicht, wahrscheinlich. Ein Gebirgsjäger. Um Gottes Willen. Das ist eine Landkarte. Sagt was. Okay, ein Müllschlucker. Ja, das ist ein, Wasser. Nein, aber Gesichtswasser. Es steht 27 zu 24, Sie sind in Führung. Ich bedanke mich, die Runde ist schon zu Ende. So. Jetzt, bitte, ja, setzt euch ruhig darüber. Jetzt, liebe Fernsehzuschauer, habe ich eine große Hoffnung, nämlich, dass hier wieder Ruhe einkehrt und dass wir im zweiten Teil unserer Sendung uns dann voll auf das Spiel konzentrieren können. Und diese schwere Aufgabe, hier sozusagen die Sendung wieder rund zu kriegen, haben unsere Künstler, die zu uns gekommen sind. Es sind echte Zigeuner, hat man mir gesagt. Ich weiß nicht, ob das eine Auszeichnung ist, aber einer von ihnen gehört zu den vier besten Jazzgeigern der Welt, hat jahrelang nur Jazz gemacht, mit Duke Ellington gespielt, hat das Ganze ein bisschen verkommerzialisiert. Jatzer verdienen nicht unbedingt immer viel Geld und es soll bei denen da hinten ein bisschen mehr sein, hat er mir gesagt. Sie suchen auch dringend einen Manager, falls einer von Ihnen noch ein paar Stunden Zeit hat. Hier mit seiner Geige, die er nachher bei uns fast zersägt, mit seinem ungarischen Temperament, die Nipso Brandner Band.
Dank an die Nipso-Brandner-Band. Wir kommen zur dritten Runde. Die Punkteschwächeren fangen an, aber hier kann man vom Punkteschwach gar nicht sprechen. Es fehlen 3 Punkte, das ist rauszuholen. Dritte Runde etwas komplizierter, pro erratenen Begriff 5 Punkte. Alle 30 Sekunden muss geraten werden, sonst gibt es Punktabzug. Achtung, Spiel ab! Karl-Heinz wird jetzt ganz alleine malen. Schiff, Badewanne. Ganz falsch. Pokal, nee. Boot, nee. Ruderboot. Nee. Geht Mann. Ja. Mann spuckt ins Glas. Ja. Ja, es ist kein Glas. Nein, in ein Aquarium. Kann man nicht in die Suppe spucken. Ja, ja, wie heißt das genau? Ja, richtig. Geht man in die Suppe spucken. Ja, richtig. Ganz richtig. Das wird noch spannend jetzt in der dritten Runde, glaube ich. Kopf. Ihr so weitermacht. Ein Mann läuft. Herz. Ein Mann. Ein Mann. Herz auf dem rechten Fleck. Herz auf dem rechten Fleck. Nein, er hätte das Herz bestimmt anders gemalt. Es handelt sich nicht um ein Herz. Es handelt sich um den Nieren. Nee. Es handelt sich um den Magen, den Kehlkopf, Adamsapfel. Leber. Heiß, heiß. 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 Kehle, falls du die falsche Kehle bekommen. Nein, aber... Den Hals abschneiden. Hals. Ja, den Hals. Was hat er denn im Hals? Was hat man Punktabzug, im Hals? Leider Punktabzug, aber es kann noch besser werden. Aha. Was hat man im Hals? Kloß. Kloß? Ich nicht, so. Aber naja. Kloß. So, nächster also Begriff. Achtung. Aha. Das ist... Fernsehen. Eine Fernsehsendung, ja. Das ist eine Fernsehsendung. Na? Das ist Weltspiegel. Nein. Nein. Das ist Montagsmaler. Nein. Das ist Frühschoppen, internationale Richtig. Schmiedings Alleingang. Ja, das war im Alleingang. Das ist internationale Spätschoppen. Nein. Schlittschuh. Schlittschuh. Nein. Aufs Eis begibt. Aber immerhin, das, mit den, Eis begibt, das mit den Schuhen ist gut. Ja. Da. Der Schuh. Oskar Fritz Schuh. Nein. Nein. Das ist, er geht. Ein Mann geht. Er geht, ja. Ja, aber zeigt auf seinen Schuh. Auf Handschuh. Nein. Nein. Wo geht jetzt der Pfeil hin? Der Pfeil geht auf die Hand, auf den Arm. Nein. Ein Armleuchter. Nein. 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 Das wird nicht. Das ist ein Gerippe, ist das. Nein. Ein Toter. Nein. Könntest du vielleicht... Ja. So schnell geht die Zeit rum. Ja. 24 zu 27. Die anderen müssen erst besser sein. Darf ich euch darüber bitten, ja? So, bitte sehr. Es geht gleich los. Alle 30 Sekunden muss geraten werden, sonst gibt es Punktabzug. Ihr habt noch nicht gewonnen. Ja? Wem sagen Sie das? Herr Rosenbauer, Achtung, Spiel ab. Noch nichts. Bratpfanne, Spaghetti. Spaghetti. Nein. Ein Männchen. Nein. Was sehen Sie? Was ist das links? Das ist ein Teller. Teller voll. Teller ist schon gut. Teller voll. Tellergericht. Was da drin? Teller, Spaghetti, nein, Nudel, Teller. Nudel was ist in diesem Teller? Teller, ja, für Gott, für Gott. Was essen die? Was machst du denn da, junge Mensch? Geht doch mal so das Menü durch. Mit was fängt man denn an? Suppe. Suppe. Heiße Suppe, die Suppe. Ja. Suppenkasper. Jetzt kann ich nicht mehr helfen. Suppenkasper. Suppe. Suppe. Punktabzug. Jetzt wird's spannend. Schon wieder ein Mensch, ne? Ja, nein. Na? Ja, genau. Was? Pfeifen rauchen, denn. Genau, komme ich wieder nicht hin. Ein Mensch. Ah, das sieht man aber jetzt gut. Menschlein. Was ist da denn besonders herausgestellt der hier? Der Arm. Der Bauch. Das ist doch nicht der Arm. Der Bauch. Der hat doch nicht den Kopf auf dem Arm. Na, was hat man unterm Kopf? Einen Hals. Ja. Bauchredner. Nein, nein. Was ist da drin? Genau. Hals. Punktabzug. Aha. So, strengt euch an, ihr könnt es noch schaffen. Okay. Doch, doch, ist noch alles drin. Noch alles drin. Okay. Schnell raten, es ist noch alles drin. Steht jetzt 24 Fernsehen, zu 17. Fernsehen, Fernsehen, was im Fernsehen? Frühschoppen. Richtig. Jawohl, sehr gut. Ja, wieder ein Mensch? Nee, das ist ja natürlich ein Mensch, klar. Aber was für ein, was macht denn der? Der hat eine Trompete. Nee. Nein, keine Trompete? Nee, aber ein Instrument. Nein, das ist schon wieder. Kein Instrument? Zweiter Mensch. Zweiter Mensch. Nein? Ein Orchester. Die Hand, die schüttelt sich die Hand. Nein, das nein. Ist wirklich schwer zu sehen. Ja, genau. Vielleicht malt das mal ein von Mikrofon, vorne. Ein Kameramann. Nee. Was hängt da? Das ist kaum zu sehen. Das fällt immer wieder weg, das Bild. Ja, also, nee, es geht. Es ein geht. Ballon, ein Ballon. Nee. Was hat er denn da? Eine Robe. Eine Krawatte hatte er und damit seid ihr Zweite geworden. Ich beglückwünsche euch. Und hier sind die Sieger. Darf ich euch zur Siegerehrung bitten?
Hier gibt's eure Bilder. Bitte sucht euch was Nettes aus. Trostpreise für die Zweitplatzierten. Herr Rosenbauer, darf ich schon mal hier? Du, was hast du dir ausgesucht? Zeig mal. Was fällt mir andere sein? Münchenhagen. Als Hamburger. So, liebe Fernsehzuschauer, es war eine Sendung mit kleinen Pannen. Ich bin vorhin ein bisschen grantig geworden. Bitte denken Sie dran, die Mitarbeiter, die konnten ja nichts dafür. Und der Aufnahmeleiter und der Techniker, die hier repariert haben, den läuft ganz schön, kann ich Ihnen sagen, hier die Anstrengung herunter. Seien Sie uns nicht böse für so eine Panne, es ist eine Live-Sendung, sowas kommt mal vor. Jetzt kriege ich von irgendeinem gezeigt, wann die nächste Sendung sein soll. Vielleicht seid ihr so nett und sagt mir das noch einmal. Ansonsten schauen Sie bitte in die Programmzeitschriften. Da wird es drinstehen. Hoffentlich hat es Ihnen doch noch ein bisschen Spaß gemacht mit unseren Talkmastern. Zeigt euch noch mal mit den Bildern. Guido. Ich darf mich verabschieden bis zur nächsten Sendung. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ganz gut. Dankeschön. Das ist die nächste goldene Kamera für den besten Live-Quizmaster und Talkmaster. Ja. Tschüss. Vielen Dank.